Ein neues Video, meine Lieben, ein neues Interview heute mit Paulina von Ex on the Beach oder auch bekannt aus anderen Formaten. Und ich wollte schon ehrlich gesagt schon seit ganz, ganz langer Zeit ein Interview mit ihr machen, weil ich sie einfach als Person super spannend finde und ich weiß, sie polarisiert und ich bin gespannt, ob das auch heute wieder so sein wird, denn ich werde einige Sachen abfragen und mal so versuchen, so ein bisschen die, ja, die richtige Paulina kennenzulernen und ob die sich vom Fernsehen unterscheidet, das werden wir spätestens nach diesem Interview wissen. So, Paulina ist da. Willkommen. Hallo, mein Lieber. Ich hoffe, es geht dir gut. Ja, mir geht's gut. Und ich finde auch, dass wir jetzt endlich mal miteinander quatschen, ist irgendwie auch schon echt überfällig, ne? Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja zwischendurch immer mal so ein bisschen geschrieben. Ja. Aber, ja. Wer, also das ist auch das erste Interview, was ich jetzt mache seit dem Format. Ach, echt? Da fühle ich mich jetzt ein bisschen geehrt, dass du mir zugesagt hast. Ich weiß, und da werden wir auch gleich nochmal einsteigen, dass ich damals schon drüber nachgedacht habe, mit dir zu drehen bei Temptation Island, aber das war ja dann so, da ist ja so eine Wucht auf dich, wie sagt man, eingeprasselt, dass ich dann so dachte, das lassen wir lieber jetzt mal zum Zeitpunkt. Umso besser, dass wir das jetzt machen. Wenn ihr Paulina folgen wollt, alles ist unten bei verlinkt, also Instagram zum Beispiel, ja. Und ich bin sehr gespannt, Daumen nach oben an dieser Stelle. Und was mich am meisten bei dir, Paulina, interessieren würde, ist, wie bist du zum Reality-TV gekommen? Ich weiß, du hast vorher mal so ein bisschen was in der Schauspielrichtung gemacht, aber auch da würde mich interessieren, wie du daran gekommen bist. Ja, ursprünglich fing das so an, dass ich eigentlich Psychologie in Köln studiert habe und nebenbei immer mal so, habe immer noch mit Bekloppten zu tun. Ja, bin ja auch selber nicht ganz, ne, wissen wir ja. Es hat auf jeden Fall so angefangen, dass ich neben meinem Studium zwischendurch immer mal so Messe- und Modeljobs gemacht habe. Und auf einer Messe habe ich mit jemandem zusammengearbeitet, der beim Casting-Team von Köln 50667 war und mich dann halt gefragt hat, ob ich mir das vorstellen könnte. Und ich war erst so, nee, weiß ich nicht und sowas. Und dann hat er mir aber immer wieder geschrieben. Ja, und irgendwann dachte ich mir, komm, warum nicht? Probierst du das einfach mal aus? Ja, und auf einmal war ich irgendwie voll in dieser Fernsehwelt drin. Das geht ja manchmal schneller, als man denkt. Ja. Ist ja nochmal ein Riesenunterschied zum Reality-TV. Ich meine, so eine, ich sag jetzt, wenn du Ex on the Beach zum Beispiel drehst oder whatever, Temptation, ja, da drehst du halt, keine Ahnung, je nachdem, wie lange die Sendung geht, Köln 50, 667 dreht man wahrscheinlich jeden Tag, also außer Wochenende. Genau, das ist wie ein ganz normaler Job, sag ich mal. Mhm. Also da gehst du morgens hin, gehst abends wieder nach Hause. Und dann ist das erledigt. Und klar, beim Reality-TV gibt es ja keine Pause oder irgendwie doch kein Feierabend oder irgendwas. Was war entspannter? Es ist beides. Es kommt immer darauf an. Also Reality-TV kann entspannt sein, kann aber auch sehr schlimm sein. Und bei Köln hast du natürlich auch Tage, die ganz schön heftig sind, ne? Ja. Ich glaube, das ist in jedem Beruf so. Also ja. Ich kann mir kaum einen vorstellen, wo es jeden Tag voll entspannt ist, vor allem nicht, wo man mit Menschen zu tun hat. Du hast ja dann irgendwann die Anfrage für Temptation Island bekommen. Ich finde, gut, ist jetzt vielleicht auch aus meiner Position her leicht zu sagen, weil ich hab die Sendung gesehen, ich weiß, wie die ausgegangen ist. Das ist ja schon mit eins der krassesten Formate. Und ich würde auch sagen, das ist für dich, also ich finde, härter hätte der Einstieg eigentlich nie sein können ins Reality-TV, oder? Ja, also ich würde sagen, meine ersten zwei Reality-TV-Sendungen, Temptation Island und danach Ex on the Beach. Ja. Ich weiß nicht, was mich jetzt noch schocken soll. Vielleicht das Dschungelcamp oder sowas, obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass es da schlimmer zugeht. Nee, das glaube ich auch nicht. Was ich jetzt gemacht habe, rein vom Psychoterror her. Aber was hast denn du dir so gedacht? Ich meine, da kommt die Temptation-Anfrage. Ich meine, du hast ja gesagt, das wissen wir. Aber hast du dir mal so Gedanken darüber gemacht, was das Format vielleicht auch so mit sich bringen könnte? Ich muss dazu sagen, die Anfrage stand lange im Raum vorher. Als damals mein Ex-Freund und ich da irgendwie diese Beziehung bekannt gegeben haben. Und es war dann aber so, dass wir erst, ich glaube, 2 Tage oder 3 Tage vor Abflug erst wirklich zugesagt haben, weil dann nochmal die Anfrage kam. Und zu dem Zeitpunkt war es so, wir hatten ja eine gemeinsame Wohnung. Und ich war schon 2 Wochen lang eigentlich bei meinen Eltern, weil wir uns so krass gestritten haben, dass und da halt auch verschiedene Sachen vorgefallen sind, wo ich dann für mich gesagt habe, okay, das macht irgendwie keinen Sinn mehr. Hab dann ein langes Gespräch mit meiner Managerin, mit meiner Mama gehabt, ob das jetzt irgendwie so Sinn macht, weil ich vorher immer der Meinung war, wozu muss ich meine Beziehung testen? Also macht für mich keinen Sinn, so, wenn man eigentlich happy ist. Und dann dachte ich mir so, ja mein Gott, also keine Ahnung, es ist eigentlich eh der Drop fast gelutscht. Und warum nicht, so stumpf das klingt, das Geld mitnehmen und gucken, entweder
geht das voll in die Hose mit uns oder möglicherweise merken wir beide ja doch, okay, irgendwie vielleicht können wir uns nochmal zusammenrappeln. Wie das Ganze ausgegangen ist, das wissen wir gar nicht. Ja, aber es hat trotzdem auch irgendwo dann geholfen, aus so einer sehr giftigen Beziehung rauszukommen. Also es hat immer was Gutes. Das hattest du, glaube ich, auch damals in deiner Story so im Nachgang gesagt, ne? Dass es schon so Probleme im Vorfeld gab. War das auch so der Grund, wenn man das jetzt mal, ich spiele schon mal so ein bisschen auf Ex on the Beach und auf diese Thematik, die da aufgeploppt ist. Es gab ja einen Sachverhalt, der bei Temptation Island passiert ist, der nicht ausgestrahlt wurde. Davon haben wir erst erfahren, was mit Dominik und dir war, während Ex on the Beach. War das eine Situation, worüber du eigentlich ganz froh warst und wusstest du das auch, dass das gar nicht gezeigt wird oder warst du davon selber überrascht? Ich wusste nicht, dass das nicht gezeigt wird. Ich wurde halt dort vor Ort nie darauf angesprochen und normalerweise ist es so, wenn du in Interviews und etc. so nicht darauf angesprochen wirst, ist es eigentlich so, dass es nicht relevant ist. Ich weiß nicht, ob es keiner mitbekommen hat, ob man es einfach nur nicht gezeigt hat. Ich weiß es ehrlich gesagt wirklich, also ich weiß es ehrlich nicht, sonst würde ich es euch auch erzählen. Dass das so passiert ist, war auf gar keinen Fall geplant, dass ich da quasi Kekse mit dem Dominik da zerbröselt habe. Ich muss aber auch sagen, ab dem ersten Lagerfeuer war für mich eigentlich wirklich die Beziehung zu Henrik beendet. Ich habe da Sachen gesehen, die vielleicht für den einen oder anderen dann nicht so schlimm sind, aber es ist natürlich auch immer so eine Vorgeschichte. Klar, was natürlich irgendwo vielleicht ein Fehler war oder wo ich mir mit ins eigene Fleisch geschnitten habe, außerhalb meines Verhaltens dort, ist, dass wir halt so uns abgesprochen haben vorher und gesagt haben, okay, wir wollen nicht erzählen, dass es so schlimm bei uns ist. Einfach weil halt jeder am Anfang der Beziehung schon gesagt hat, ach, das klappt eh nicht, das klappt eh nicht. Und dann denkt man sich so, oh, jetzt hier sich hinsetzen und dann zugeben, ja, okay, hier läuft gar nichts. Hätte ja auch gut ausgehen können. Wie war denn das für dich mental? Ich meine, du hattest auch dich öffentlich mal dazu geäußert, da ging es dir sehr schlecht, ich erinnere mich dran, ne? Weißt du selber, da ist ja sehr viel auf dich eingeprasselt und gerade, ich weiß nicht, ich finde Reality-TV ist immer gefährlich, also gefährlich für jede Person, die teilnimmt, weil wenn man dann so viel böse Kommentare bekommt, die du ja teilweise auch bekommen hast, das macht natürlich was mit einem. Wie bist denn du generell damit umgegangen oder wie bist denn du generell in dieser Gesamtsituation, die ja für dich schwer war, da gab es ja scheinbar ganz viele Themenbereiche, wie bist denn du da damit umgegangen und wieder rausgekommen aus diesem Loch sozusagen? Also ich muss sagen, gerade zum Ende der Ausstrahlung hin war das für mich richtig, richtig schlimm, weil ich auch zu dem Zeitpunkt mir halt auch noch, ich konnte nicht widerstehen, mir das nicht durchzulesen. Das ist einfach der Tod. Also jeder, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, also man hat dann so einen Drang, okay, ich will das irgendwie lesen, aber nein, lies es einfach nicht, weil das versaut dir wirklich deinen ganzen Tag. Und das ist ja nicht nur wie, oh, ich finde die oder sowas, sondern wirklich massivst bösartige Sachen. Und also ich kann mir niemanden vorstellen, der jetzt wirklich sagen würde, das macht nichts mit einem. Also schön ist es auf jeden Fall nicht so. Und damals ist mir schon schwer gefallen, weil halt auch private viele Sachen passiert sind. Natürlich haben er und ich uns dann auch noch privat richtig bekriegt. Und dann ging das übers Internet auch noch und dann ganz Deutschland hat sich darüber ein Bild gemacht. Das war schon nicht so einfach, sag ich mal. Aber ja, das ist irgendwann vorbeigegangen zum Glück. Dadurch, dass unsere Welt so schnelllebig ist, ist es meistens so, dass ja nach allen höchstens 2 Wochen hat schon wieder jemand Neues was Schlimmes gemacht. War das trotzdem ein Moment, wo du mal drüber nachgedacht hast, dass du dir vielleicht so dachtest, so, boah, ich weiß nicht, ob ich sowas nochmal riskieren will? Also ich rede jetzt nicht von einer Beziehung, weil die war ja im Vorfeld schon im Eimer, sondern... Wegen Reality-TV. Ja, genau. Also ich meine, das, wie du selber sagst, das macht was mit einem. Ich spreche aus Erfahrung. Ja? Also jemand, der sagt, nö, ist mir egal, glaube ich nicht. Also, aber bei dir war das ja so massiv, dass ich mir vorstellen kann, dass man sich dann so die Frage stellt, ob man sich dem nochmal aussetzen möchte. Ja, natürlich habe ich mir da Gedanken drüber gemacht, aber ich muss sagen, dass meine Mutter und auch mein Vater da sehr gegen geredet haben und auch gesagt haben, Paulina, hör auf, dir das durchzulesen. Das wird dir in jedem Beruf passieren, dass du mal, oder auch generell, das gehört zum Leben mit dazu, dass man mal hinfällt, dass man negative Sachen liest über sich, hört über sich. Das Wichtigste ist, dass man den Kopf nicht in den Sand steckt und jetzt irgendwie da sich abschaltet, sich gar nicht mehr zeigt und sich quasi selber auch zum Opfer macht, indem ich dann sage, oh, okay,
ihr macht mich alle total fertig, sondern einfach versuchen, normal seinen Alltag weiterzumachen und dann auch anderen dementsprechend zu signalisieren, okay, egal was ihr sagt, ich lasse mich davon nicht runtermachen. Und daran wächst man auch extrem, aber es ist schwierig. Also ich war da schon sehr froh, dass da meine Eltern sehr für mich da waren, auch meine Freunde. Schön ist das auf jeden Fall nicht. Also ich wünsche das keinem. Ich habe bei dir aber auch den Eindruck, und ich glaube, das gehört immer so ein bisschen dazu, du liebst Reality-TV auch, ne? Ja, voll. Voll. Ja. Also ich liebe generell auch im Privatleben, ich liebe so verrückte Charaktere. Ich glaube, das merkt man auch in meiner Männerauswahl. Ja. Ja. Und ich fand das einfach cool, wenn Menschen so sind, wie sie sind, egal in welche Richtung das geht. Also sobald ich merke, okay, jemand ist irgendwie so einzigartig, dann finde ich das schon super interessant, weil mich dann auch, ja, irgendwie reizt, okay, was steckt denn hinter der Person, wieso bist du so? Und ja, ich meine, wir gucken doch alle gerne Trash-TV, vielleicht nicht alle, aber die meisten, weil es einfach unterhaltsam ist. Ja, ich auf jeden Fall schon. Ja. Ja. Wir sind ja dann, die Zeit ist vergangen, die Monate sind vergangen. Du hattest ja dann diese Beziehung mit Yasin, die ist ja dann irgendwann zerbrochen. Und irgendwann kommt die Anfrage Ex on the Beach. Und ich glaube, inzwischen ist es so, dass man weiß, in welches Format es geht, ne? Ja, man weiß nicht. Weil früher, glaube ich, in der ersten Staffel war das noch so ein Geheimnis. Inzwischen, ja, genau, da wussten die das nicht. Aber ich meine, mittlerweile, man kann das ja kaum verstecken, ne? Ja. Also ich finde, wenn man jetzt irgendwie hört, so Ex on the Beach... Mal angenommen, ich würde so eine Anfrage bekommen. Ich würde, habe keinen Bock auf Reality-TV, sage ich dir ganz ehrlich. Aber ich versuche mich da gerade reinzuversetzen. Man würde, ich wüsste ja, man würde mich mit Ex-Partnern konfrontieren. Würde ich sofort Nein sagen. Was hast du? Ja, was ging dir denn durch den Kopf? Also, ich meine, du wirst ja auch im Kopf abgespielt haben. Wen könnte man mir vor die Nase setzen? Ja, klar, absolut. Also mir war ungefähr klar, auf wen ich dort treffen könnte oder werde, je nachdem. Ich hatte eigentlich jetzt nie vor, in dieses Format zu gehen, weil ich mir auch dachte, also ich bin ja nicht geistig, dass ich mich da mit diesen Verrückten auseinandersetze und das alles auch noch im Fernsehen breitrete, vor allem, weil der Jasmin und ich ja auch nie über unsere Trennung geredet haben. Aber für mich war tatsächlich die Hauptmotivation, dass ich das Format gut finde, an sich sehr unterhaltsam und dass ich eine offene Rechnung mit dem Jasmin hatte und mir dachte, möglicherweise werde ich nie Klarheit haben über diese Sache, wenn wir das nicht so machen. Und ich dachte nicht, dass er es auch, also dass er auch darauf eingeht, dass wir dann wirklich diesen Mist im Fernsehen austragen. Aber das haben wir dann halt doch gemacht. Hattest du auch mit Dominik gerechnet oder hattest du den gar nicht auf dem Schirm? Ja. Ja? Ach, natürlich. Da, wo Dominik ins Fernsehen kann, da ist er natürlich. Das war mir total klar. Wie war das für dich, dass er diese Temptation-Kekse-Zerbröseln-Sache dort angesprochen hat? War das auch eine Sache, womit du gerechnet hast, dass er das dort auffliegen lässt? Nein, absolut nicht. Ich muss dazu sagen, der Henrik wusste das vorher schon. Mhm. Der wusste das. Das ist nicht, dass er das jetzt erst dieses Format da rausgefunden hat. Aber Dominik und ich hatten uns damals eigentlich geeinigt darüber, dass, ich meine, es wurde jetzt nicht gezeigt und wen interessiert das jetzt noch großartig? Henrik und ich waren nicht mehr zusammen. Henrik wusste irgendwo dann auch Bescheid über, was dort passiert ist. Und was bringt diese Information jetzt irgendwem dann noch? Weil der einzige Mensch, den es wirklich dann noch angegangen wäre, wäre ja der Henrik gewesen. Der Rest. Naja, du hast recht. Dementsprechend, ich meine, das ist ja schon 2 Jahre her. Ja, aber ich glaube, also wenn ich jetzt mal aus Besetzungssicht spreche, würde ich behaupten, dass das die einzige Verknüpfung ist zwischen dir und Dominik, die man herstellen kann, wodurch es Sinn machen würde, ihn in die Show zu holen. Natürlich, ne? Aber also, gut, ich dachte jetzt vielleicht, weil er sich damals auch so ein bisschen in diese Trennung mit dem Jassen eingemischt hat, weil er dann auf einmal mit dem Jassen Kontakt hatte und da irgendwelche privaten Verläufe geschickt hat, wo ich mir auch dachte, okay, ich verstehe gar nicht, was jetzt dieser Sinn dahinter ist. Ich meine, was ich mit jemandem geschrieben habe, lange bevor ich meinen jetzigen Freund kenne, das geht ja keinem was an. Mhm. Also dafür muss ich mich nicht rechtfertigen. Ja. Und ich weiß nicht, was die beiden da für eine Mission hatten. Jedenfalls haben die sich da voll hochgeschaukelt. Und nee, ich hätte niemals damit gerechnet, dass der sowas im Fernsehen erzählt. Ich glaube, das hat man auch gesehen, dass ich so, was hast du gerade gesagt? Ja. Also ich glaube aber auch ganz fest daran, erstmals war das Einzige, was er hätte droppen können, weil was anderes gab es nicht zu erzählen. Das hat man ja dann auch gemerkt. Und ich glaube, er dachte, dass ich anders reagiere und das abstreiten würde.
Hätte ich auch machen können, ganz ehrlich. Es gab keinen Beweis dafür. Mhm. Es gab weder Textverläufe darüber, es gab nichts, nichts. Also ich hätte auch sagen können, das stimmt nicht. Aber dann dachte ich mir so, weißt du was? Ja, war so. Also frohe Weihnachten an der Stelle. Was willst du jetzt von mir? Aber sag mal, Yasin, wenn ich jetzt mal richtig zusammensitze, weil jetzt kommt bei mir auch nochmal Fragen. Yasin wusste das ja nicht. Nein. Und jetzt frage ich nochmal nach, hat er dich damals explizit danach gefragt, ob da was... Okay, weil... Jetzt spielen sich bei mir die Bilder ab. Du hast dich ja darüber beschwert, kann das auch irgendwie nachvollziehen, aber dass der Dominik das dann in der Gruppe erzählt hat. Ja. So, das wäre ja aber, auch wenn er das nicht erzählt hätte, sowieso rausgekommen, weil ihr habt das ja in diesem Gespräch besprochen und es wäre ausgestrahlt worden. Ja, ja, es ging mir auch nicht darum, dass er das da überall rum erzählt hat. Mir ging es einfach um die Situation, dass sie da alle saßen wie beim letzten Abendmahl. Mhm. Und das Erste, was er überhaupt zu erzählen hatte, war halt das. Und dann dachte ich mir, also jetzt im Nachhinein denke ich mir auch, komm bitte, hab deine 3 Minuten Sendezeit, da ist okay. Ah, es ist einfach lächerlich für mich in dem Moment gewesen. Ich habe es ja auch nicht abgestritten. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob man das auch gesehen hat. Aber der Yasin und ich haben an dem Abend auch noch länger, also wirklich länger miteinander geredet. Nicht in dem, da wo ich geweint habe und wir dieses Gespräch hatten, dass er gesagt hat, er kann nicht mehr mit mir zusammen sein, sondern viel später, da haben wir nochmal 2-3 Stunden oder was miteinander gesprochen, da hat er mich gefragt, sag mal, hast du das gemacht? Und ich habe gesagt, ja, war so. Und dann war er auch so, ja, krass und so, wusste ich jetzt nicht. Ich so, ja, aber es geht mich eigentlich auch nichts an. Du hast mich ja nicht gefragt. Also ich ja, okay, das ist nämlich ein Riesenunterschied, weil ich habe ja damals auch so ein bisschen so berichtet und ich sag dir mal, was ich gesagt habe, nicht, dass die Leute sagen, oh, jetzt redet der Pauline nach dem Mund. Ich finde, wenn man explizit danach gefragt wird und man dann Nein sagt, ist es blöd. Genau. Oder man hätte sagen können, pass auf, ich möchte über diese Thematik nicht sprechen. So. Und genau, das stimmt. Und im Kern muss man... Wo er damals meinte, ich hätte ihn belogen mit Dominik, da ging es darum, dass er mich gefragt hatte, ob ich mit dem Dominik über Gefühle geredet habe. Und ich habe halt damals, ich kannte den Yasin 1 oder 2 Tage, habe ich halt so gesagt, nee. So, stimmt jetzt aber nicht. So, ne, man war da irgendwie so ein bisschen scheinverknallt und ne, solche Sachen. Aber ich dachte mir halt in dem Moment, ja mein Gott, das geht ihn ja eigentlich nichts an. Aber ich hätte einfach sagen müssen, will ich nicht mit dir drüber reden. Ja, aber mein sag Gott, mal... Aber nach dieser Temptation-Sache hatte er mich nie gefragt. Er hat nur gefragt, was war das zwischen euch? Ich habe ihm das erzählt, wir haben uns getroffen 2-mal, hat nicht gepasst. Ja. Das war's. Ich frage mich gerade so nach dem, also ich meine, du hattest ja eine ganz andere Motivation, da reinzugehen und dann ploppt das Thema auf, dann ist da irgendwie noch Carina, das heißt, er hat dann Interesse an Carina und irgendwie auch an dir nicht, obwohl du ja eigentlich gedacht hast, da könnte nochmal was entstehen. Ja, war ein bisschen heftig, ne? Ja, nee, weißt du, was ich mich gefragt habe? Ich habe mir da irgendwas, ich meine, aus Zuschauersicht ist das natürlich unglaublich leicht, immer zu beurteilen, in jeder Sendung, weil ich natürlich auch alle anderen Gespräche sehe, ne? Also du siehst ja nur das, was du mit den Leuten, oder du erlebst ja nur das, was du mit den Leuten sprichst. Ich habe mir dann so gedacht, so, warum hält die Paulina daran so fest? Also ich finde auch, dass er schon irgendwie... Ich will es auch gar nicht negativ werden, weil er kann ja machen, was er will, aber ich finde, dass er dich schon so an- und ausgeknipst hat, wie er will. Also, ne, einmal wird Kekse zerbröselt, dann sagt er aber, er will nichts von dir, das hat er vorher. Also, so, du machst es natürlich mit, weil du dir vielleicht auch was erhoffst, so, keine Ahnung, weiß ich nicht, wahrscheinlich, deswegen bist du ja rein. Aber ich habe dann immer so die Frage gestellt, ey, warum zieht sie nicht diesen Cut? Also, ich muss auch echt sagen, wenn ich mir das jetzt im Nachhinein angucke, also dann, ich habe manchmal wirklich so geschaut, so, oh mein Gott, als ob man so einer anderen Person zuschaut. Mhm. Und bei mir ist es echt so, ich bin eigentlich ein super rationaler Mensch, aber wenn ich jemanden so richtig liebe, dann bin ich sowas von desillusioniert da unterwegs. Also da frage ich mich jetzt auch manchmal, Bob, das ist ja so unnötig, was hast du dir da gefallen lassen? Das ist richtig schlimm. Ja. Aber ich glaube, vielleicht viele können sich in der einen oder anderen Situation vielleicht sogar damit identifizieren, weil man manchmal so dämliche, irrationale Dinge tut, wenn man jemanden liebt und irgendwie sich etwas erhofft oder dann halt ja von etwas Falschem ausgeht, was nicht so ist. Ich glaube, deswegen packt die Story auch viele, weil ganz ehrlich, das passiert so vielen Menschen jeden Tag, wo dann
da wird was erzählt. Und ich finde, das sieht man ja auch. Der Yasin sagt zwar zu mir, ja, ich möchte nicht mehr mit dir zusammen sein, aber viele Sachen wurden auch gar nicht gezeigt. Warum auch immer, keine Ahnung. Mhm. Sowas wie, dass er da auch gesagt hat, ich liebe dich noch. Und egal, wie sehr ich mir wünschen würde, dass wir nochmal zusammenkommen, ich kann es nicht. Mhm. So, aber davor, die Monate, hat er mich gar nicht in Ruhe gelassen und hat mir immer wieder geschrieben, mich immer wieder angerufen. Dann haben wir Oktoberfest zusammen gefeiert. Dann war er, oh Mann, ich kann nicht aufhören, dich zu denken, ich liebe dich noch und sowas. Und dann, und mit der Intention bin ich in die Show reingegangen und dachte, okay, möglicherweise kriegen wir es einfach nicht geschissen im echten Leben, weil wir so weit auseinander wohnen. Und irgendwie funktioniert es nicht. Vielleicht müssen wir es in der Sendung klären. Und deswegen war ich dann direkt so, okay, was ist das denn jetzt, ne? Also. Hattest du in diesem, man hat ja schon gemerkt, dass dir das auch alles sehr schwer fällt, gerade auch so diese Carina-Situation. Du hast auch oft gesagt, boah, jetzt sitze ich hier, jetzt muss ich mir das angucken. Und das hat dich ja auch massiv gestört, kann ich nachvollziehen. Aber hast du mal darüber nachgedacht, dann in der Situation zu gehen? Nee. Nee? Tatsächlich nicht, nee. Weil erstmal, es war schlimm auf jeden Fall, aber ich bin einfach auch nicht so ein Typ, der dann sagt, okay, ich werfe jetzt das Handtuch, ich gehe jetzt. Also vielleicht, ja klar, denkt man sich, vielleicht wäre es für einen besser gewesen. Aber ich muss sagen, wenn ich jetzt im Nachhinein darauf zurückblicke, dann denke ich mir, ich bin froh, dass ich mir das voll gegeben habe, weil ich glaube, ich jemand bin, der braucht nicht zweimal, sondern 3, 4, 5 Mal voll in die Fresse. Und dann bin ich aber fertig damit. Dann ist auch gut. So, und in der Hinsicht, ja, alles passiert immer aus dem Grund, ne? Ich meine, es hat zu eurem allen Entertainment irgendwie beigetragen. Und ja, mein Gott, also, dass da viele Sachen völlig drüber waren und voll schlimm mit anzugucken, das ist wohl klar. Also. War das für dich krass, als er sich gegen dich entschieden hat und du rausgeflogen bist? Ja. Ja? Hättest du also nicht mit gerechnet? Da habe ich nicht mit gerechnet. Nee, tatsächlich nicht. Krass. Wir hatten sehr viele, sehr intensive Gespräche. Klar, man kann nicht alles zeigen, das ist so, ne, in den Sendungen. Das ist auch einfach zu viel Inhalt. Wir haben uns auch zwischendurch super gut verstanden, was man auch nie gezeigt hat. Man sieht uns immer nur, wie wir uns streiten oder uns nerven. Mhm. So. Ja, mein Gott, ne? Ist doch, glaube ich, schwierig, wenn man uns beide nicht kennt und nicht so weiß, wie man so miteinander umgeht. Und der Yasin ist halt einfach jemand, das muss ich sagen, das weiß er aber auch, der gerne, wenn er was, also der macht nichts Unüberlegtes, der sagt gezielt Sachen zu Leuten, wo er genau weiß, okay, die kann ich jetzt so und so damit manipulieren und drehen, das vielleicht nicht mal aus einer bösen Absicht, aber ja, er sagt mir dann die Sachen, die eigentlich an mich gerichtet sind, mir nicht so ins Gesicht, aber dann bei anderen, wo ich dann denke, okay, warum sagst du mir das nicht? Mhm. Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Also, ich weiß nicht, ob du richtig verstehst, was Nein, ich weiß schon, was du meinst, ja. Wann wusstest du, also ich meine, du warst ja dann draußen, du wirst wahrscheinlich relativ zeitnah dann erfahren haben, dass du dein Comeback feiern wirst, oder? Ja, genau. Also ich bin raus aus der Villa, du musst ja dann deine ganzen Sachen mitnehmen. Ja. Dann hatte ich so ein Exit-Interview, also wo du halt gefragt wirst, wie geht's dir jetzt damit und sowas. Und direkt danach wurde ich zur Seite genommen und habe das dann gehört. Okay, 3 Tage dann gehst du wieder rein. Wie waren die 3 Tage? Weil ich stelle mir das jetzt vor, wenn man so schwer verliebt ist und man ist schon in der Situation, wo man das schlecht ertragen kann, wenn man die beiden miteinander sieht, dann stelle ich mir das noch schwieriger vor, wenn du dann raus bist und nur Bilder im Kopf hast. Was passiert, wenn ich nicht da bin? Ja, tatsächlich gar nicht, komischerweise. Okay, also, warum auch immer, ich bin raus. Ich habe auch, was man wahrscheinlich nach dieser ganzen Staffel gar nicht denkt, nicht einmal mehr geheult. Weil ich habe ja da schon alles an ein Wasserwerk da drin. Es ist so schlimm, ich habe noch nie so viel geheult in meinem ganzen Leben. Nö, ich war dann da und es war halt ätzend, weil du durftest dann natürlich kein Handy haben. Das heißt, du warst 3 Tage lang ohne Handy, ohne alles im Hotel und hattest dann nur Zeit, dir irgendeinen Scheiß zu überlegen. Nee, für mich war das dann so, ich saß in einem Hotel und dachte mir, okay, dann mehr kann ich nicht machen. Ich habe alles getan. Ich habe ihm alles offengelegt. Und wenn er nicht möchte, dann soll das eigentlich nicht so sein. Dann ist es auch okay. Aber du bist ja schon rein, wenn ich da, also korrigiere mich, wenn ich das anders aufgenommen habe. Du bist ja schon, also erstmal, du bist wieder rein, hast richtig Feuer gehabt. Also du warst ja auch ein bisschen sauer wahrscheinlich, weil du dann noch mal Sachen anders reflektieren konntest. Du hattest ja sehr viel Zeit, ne? Aber du hast ja schon zum Beispiel auch zu Marvin gesagt, ja, ich liebe den noch und er liebt mich auch. Also das war ja nicht so, dass du für dich einen Cut gemacht hast. Du bist ja trotzdem noch mal wieder rein und hast immer noch die Hoffnung gehabt, das könnte was werden. Oder
Nee, ich war tatsächlich danach nicht mehr, also als ich beim zweiten Mal eingezogen bin, hatte ich gar nicht mehr die Hoffnung, dass irgendwas okay. wird. Aber ich war einfach nur ehrlich. Also nur, weil ich für mich jetzt akzeptiert habe, okay, mit uns wird nichts mehr, kann ich ja nicht einfach behaupten, okay, meine Gefühle, die sind jetzt in den 3 Tagen im Hotel einfach verschwunden. Das ist ja nicht richtig. Mhm. Und dann dachte ich mir, gut, meine Beziehung mit Yasin ist im Endeffekt kaputt gegangen, unter anderem, weil ich mich manchmal nicht getraut habe, die Wahrheit zu sagen, weil ich dachte, okay, das hört sich für die andere Person nicht schön an. Und ich finde es gar nicht verwerflich, einen Fehler zu machen, sondern eher schlimmer, wenn man den Fehler immer wieder wiederholt. Und deswegen dachte ich mir, gut, der Marvin wird die Ausstrahlung eh sehen. Warum soll ich ihn dann anlügen? Also, ich glaube, du hast gerade einen ganz krassen Satz gesagt. Du hast gesagt, du hast dich nicht getraut, die Wahrheit zu sagen manchmal. Ja. Ich finde... Stimmt. Und ich weiß nicht, ob es das leichter macht. Also man ist ja immer Zeit vergangen, man kann ja mal drüber quatschen. Ich finde, wenn man Angst hat, die Wahrheit zu sagen, dann passt das nicht. Ja, das stimmt. Weißt du, was ich meine? Nee, du hast recht, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, es ist aber auch so eine Sache, man möchte vielleicht jemandem sehr gefallen, man ist dann unsicher, wie reagiert der andere. Ich weiß genau, was du meinst. Er hat mir auch sehr viele Dinge nicht erzählt, sowas wie auch, als wir uns kennengelernt haben, dass er in einer Beziehung war. Wusste ich auch nicht. Da mag man manchmal vielleicht nicht, wie sich das anhört, die Wahrheit. Nein, ne? ich weiß genau, was du meinst. Ich sage das auch aus meiner eigenen Erfahrung, weil ich auch, du hast doch gerade gesagt, man möchte jemandem gefallen und ich war genauso und ich wollte auch einer Person unbedingt gefallen. Ja. Und das ist aber eigentlich das Schlechteste, was man machen kann, weil man verstellt sich. 100%. Ne? Man verstellt sich, weil scheinbar ist man ja so, wie man normal ist, nicht gut genug. Deswegen verstellt man sich, damit man gefällt. Man fängt an, Märchen zu erzählen oder nicht Märchen, aber nicht die Wahrheit. Und am Ende bringt es alles nichts. Es kommt halt eh wieder auf zurück. Ne? Gut, das merkt man leider immer später. Auch da spreche ich aus Erfahrung. Ja, aber was ist denn eigentlich... Man ist damit einmal auf die Schnauze gefallen und versucht es dann besser zu machen. Deswegen ich das dann auch gar nicht verstanden habe, was dann im Endeffekt die Aufregung sollte. Ich meine, ich war 3 Tage draußen. Als ob ich jetzt sage, ach du, hör mal, da draußen habe ich mir überlegt, den liebe ich jetzt nicht mehr. Also dann, es ist egal, was ich gesagt hätte. Es hätte eh nicht gepasst. Ja, ne? was das ist... Das sage ich über die Wahrheit und hinter mir die Sinnflut. Was die dann damit machen, ist ja deren Ding. Was ist denn eigentlich, vielleicht habe ich irgendwas verpasst, keine Ahnung, was ist denn eigentlich das Problem mit Carina? Ist euer Problem miteinander, also weil sie hat ja mal bei Instagram gegen dich geschossen und dann du wieder zurück, basiert das nur auf dieser Sendung? Ja. Ach. Diese ganze Stress mit Carina basiert nur auf dieser Sendung. Und gar nicht so, wie das super viele Leute denken, dass es darum ging, dass ich quasi klar war ich eifersüchtig auf sie, natürlich. Dass es nur um Yasin ging, sondern es ging um ihr Verhalten mir gegenüber. Und da waren viele Situationen, die man gar nicht so gesehen hat. Zum Beispiel, dass sie halt wirklich sich super krass am Anfang mit mir verstanden hat. Und klar, sie hatten mir sofort am Anfang gesagt, ey, den finde ich gut und sowas, aber ich finde es dann nicht in Ordnung, dass man dann quasi zu mir sagt, ey, versprochen, ich mach gar nichts und oh, du Arme und sowas. Mhm. Und dann, also mich dann für dumm verkaufen, man hätte mir ganz klar ins Gesicht sagen können, weißt du was, ob dir das jetzt passt oder nicht, ich finde den gut, ich will den, wir sind keine Freunde, Punkt. So, alles gut, aber halt dieses Scheinheilige, das mag ich einfach nicht. Und vor allem in 2 Situationen, war es auch wirklich so, dass sie dann quasi in den Raum reingekommen ist, wo ich dann, ich glaube, ich saß dann mit der Chiara oder so und habe da geweint und sie kam rein, schaut mich so an, so richtig Side-Eye von oben nach unten und sagt so, brauchst jetzt auch nicht heulen, ne? Das ist halt für mich so menschlich schwierig, sage ich mal. Und gut, ob das jetzt alles so sein musste, natürlich nicht. Und erst recht nicht wegen einem Mann. Aber es hat mich in dem Moment einfach massiv verletzt und ich habe mich sehr provoziert von ihr gefühlt, muss ich sagen. Klar gucke ich mir das jetzt manchmal an und denke mir so, mein Gott, also. Aber es ist immer noch eine Unterhaltungsshow. Ich glaube, in der Hinsicht, irgendwas Gutes hat es ja. Auch wenn wir uns beide terrorisiert haben. Was macht denn das mental mit einem? Das würde mich mal auch interessieren, weil wir haben ja nur darüber vorhin gesprochen, was es mit einem mental macht, wenn man zu Hause ist und das Feedback bekommt. Aber hier, finde ich, war das ja so krass geballt. Du kommst in diese Show, du wirst mit Dominik konfrontiert, du wirst mit Yasin konfrontiert. Dominik droppt eine Sache, die du schon wieder wahrscheinlich sogar verdrängt hattest, die keiner wusste. Dann diese Carina-Situation. Dann kommt irgendwie Jermaine rein. Also du bist ja dort, du fliegst raus, du gehst wieder zurück. Also du bist ja dort permanent unter Dauerfeuer. Du bist permanent angespannt, du
bist permanent in einer Extremsituation, auch emotional. Das ist ja krass. Also das ist ja jetzt nicht, wo man sagt, ich habe mich jetzt mal am Abend mit jemandem so ein bisschen gestritten und jetzt ist vorbei, sondern du bist ja permanent dort unter Feuer. Wie, ja. Das kann sich ja nicht angenehm angefühlt haben für dich. Nee, absolut nicht. Das war total schlimm. Also ich glaube, deswegen sage ich das auch. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel geheult. Ich bin eigentlich sogar, das glaubt man jetzt eh niemals, was ich jetzt sage. Ich bin zu Hause privat jemand, ich weine echt nur, wenn keine Leute dabei sind und wenn es echt schlimm ist. Aber da war es so, da wurden ja Themen aufgearbeitet, vor allem auch mit dem Yassin und mit diesen ganzen Sachen. Du kannst ja nicht weg. Und das ist halt das, was sich viele Leute, vor allem der Zuschauer, nicht vorstellen kann. Du sitzt da und man muss sich vorstellen, du bist in deiner Wohnung zum Beispiel eingesperrt mit ganz vielen Leuten, mit denen du Stress hast und alle reden auf dich ein. Und nicht nur das, sondern du wirst ja dann auch noch 10-mal ins Interview gerufen. Dann sollst du wieder die Geschichte 3-4-mal erzählen. Dann sprechen dich andere wieder drauf an und du hast nicht eine Sekunde, wo du mal kurz runterfahren kannst. Und da dreht man durch. Ja, glaube ich. Also es ist schon heftig, aber ich muss auch trotzdem sagen, ich habe da drin gemerkt, ach krass, bei Temptation Island ist man echt viel stärker geworden mentaler, dass man dann auch sagen kann, okay, das ist jetzt hier einmal so, das ist jetzt, das tut jetzt weh, aber ich setze mich dem jetzt aus und danach kann ich besser wieder, gestärkter und geklärter wieder nach Hause gehen. Warst du trotzdem froh, als es vorbei war? Ja, erleichtert auf jeden Fall. Ja. Ja, klar, natürlich. Ja, wir wissen. Ich bin auf jeden Fall erleichtert. Ja, ja, klar. Wir wissen ja nicht, was. Das erste Mal war für mich viel schlimmer als das zweite Mal, wo ich drin war. Was war schlimmer, das zweite oder das erste Mal? Das erste Mal. Ja, okay, gut. Einfach weil das alles so unerwartet kam. Danach wusste ich ja, okay. Okay, jetzt, jetzt weißt du, du triffst die Konstellation. Das sind so die grundlegenden Sachen. Genau. Ne? Ja. Wie siehst du das, was vorhin immer schon mal so ein bisschen gesprochen, aus dieser Distanz? Ich meine, es ist ja jetzt schon ein bisschen her. Ist es eigentlich unangenehm? Du hast schon mal gedacht, also ich stelle es mir zum Beispiel schlimm vor, du hast das Thema abgehakt, behaupte ich jetzt einfach mal. Du hast viele Themen, die dort erlebt sind, abgehakt. Man geht nach Hause und man denkt sich so, okay, das ist vorbei. Jetzt ist es aber nicht vorbei, weil die Sendung läuft jetzt, warte mal, ich glaube, jetzt sind 14 Folgen gelaufen, also seit 14 Wochen erlebst du das ja alles nochmal und du siehst, habe ich bei deinen Reactions gesehen, du siehst oft Sachen, was andere gesagt haben, was du gar nicht mitbekommen hast. Also das heißt, die Themen werden ja immer wieder aufgerollt. Ist das nicht auch unglaublich nervig? Ja, unheimlich. Also klar, man hat sich das ausgesucht, es gehört dazu. Ist natürlich auch eine extreme Ausstrahlung. Normal hat man ja so eine 10-Wochen Ausstrahlung vielleicht. Ich meine, bei Temptation waren es, glaube ich, 10 oder höchstens 12 Wochen. Ich meine, hier sind es ja insgesamt 18 Folgen. 18 Wochen lang wird nur dein Privatleben besprochen. Ich muss sagen, in den ersten paar Folgen war das für mich noch so, so mit Bauchschmerzen, dass ich dann auch teilweise richtig erschrocken darüber war, was der Yassin so in Interviews und hinter meinem Rücken gesagt hat. Aber dann habe ich das immer entspannter, immer distanzierter gesehen und mittlerweile, ich gucke mir das an und kann darüber echt lachen. Also auch so über mein eigenes Verhalten, wo ich mir so denke, Paulina, richtig unangenehm. Aber lustig, egal. Also von daher, mein Gott. Aber du hast das Thema im Groben so für dich abgehakt. Ja, auf jeden Fall. Aber du bist jetzt immer. Ja, du bist jetzt aber immer noch nicht an dem Punkt, wo du sagst, ich meine, du hast ja vorhin schon gesagt, es gibt ein drittes Format, ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt nennen dürfen, ist auch egal, müssen wir nicht nennen. Sicher, zur Sicherheit, davon glaube ich nicht, aber du hast ja auf jeden Fall noch was gedreht. Das heißt, du bist immer noch nicht an dem Punkt, wo du sagst, ist mir einfach zu viel. Weil ich meine, nochmal, Temptation Island und Ex on the Beach finde ich auch jetzt auf deine Person betroffen. Harter Tobak, was da so vorgefallen ist, ne? Auf jeden Fall. Also in beiden Formaten, ohne das jetzt irgendwie so anmaßend zu meinen, hat es mich, glaube ich, echt mitunter am krassesten so getroffen. Also da ist alles eingetroffen, wo man sagen kann, okay, das wäre Worst-Case-Szenario. Wodurch ich aber jetzt auch sage, ja, mein Gott, was soll jetzt noch passieren? Also alles, was da jetzt weniger stressig ist, ist ja nicht spannend. Würdest du sowas auch machen, so wie Dschungel oder Promi Big Brother? Ja, wieso nicht? Ja, auf jeden Fall. Du würdest dich gern sehen. Das ist ja das Komische. Also, mir macht das ja wirklich Spaß. Das ist ja nicht, dass ich das mache, weil ich mir denke, oh mein Gott, das quält mich so. Klar, es quält einen in dem Moment. Vielleicht manchmal, man hat ja auch super lustige Momente. Und man muss auch einfach irgendwie dafür gemacht sein, weil ansonsten. Total. Es ist wirklich schlimm. Also, man kann sich das nicht vorstellen. Ich glaube, jeder, der privat schon mal super doll Stress, eine Trennung oder was weiß ich,
durchlebt hat, weiß, wie anstrengend das körperlich und psychisch ist. Und wenn du dann auch noch nicht mal weg kannst, du kannst nicht mit irgendwem reden und die ganze Zeit sind Kameras auf dir und die sagen, erzähl doch mal, wie war's denn? Erzähl doch noch mal und noch mal und noch mal. Und du sitzt da und denkst dir so, boah, lass mich in Ruhe. Ja, was ich mir so schwierig vorstelle, ist, weißt du, so, wenn du in den Dschungel gehst, okay, dann hast du da Challenges, Prüfungen, bla bla bla. So, bei dir, ich rede jetzt mal nur von dir, ist ja alles, was irgendwie da thematisiert wird, sind ja wirklich auch intime Sachen. Ich meine, du hast dir das selber ausgesucht, du gehst ja gezielt in diese Formate, wo es darauf abzielt, dass es irgendwie privat ist. Aber ich könnte mir das für mich nicht vorstellen, dass quasi alle möglichen Leute das so, weißt du? Ich meine, guck mal, was ich dich hier frage. Ey, ich weiß über dein ganzes Privatleben Bescheid, so, weißt du? Ja, das ist total. Also, deswegen, ich bin ganz ehrlich jetzt zu dir. Ich weiß auch nicht, warum ich das mache. Also, manchmal frage ich mich auch, ob ich nicht mal Laken am Zaun habe, dass ich damit so chillig umgehe eigentlich. Weil jeder da draußen kennt mich intimsten. Ja. Alles, was ich jemals falsch gemacht habe, wann ich gelogen habe und keine Ahnung. Also, jeder weiß das ja. Und das ist natürlich extrem krass, weil jeder mit dem Finger auf einen zeigt, obwohl das eigentlich Alltagsstories sind. Hm. Alltagsstories. Also klar, ne, es passiert jetzt nicht in jedem Alltag so. Nein, ich weiß, was du meinst, ja. Aber jeder macht Trennung durch. Jeder hat mal gelogen. Der eine hat mal das blöd gemacht, der andere das. Aber es ist schon was anderes, ob ganz Deutschland darüber urteilt und dich immer wieder darauf anspricht oder dass da auch so hochbauscht, gerade Social Media. Du kennst das ja und du liest das ja auch jeden Tag. Ja. Da wird ja gerne mit so Sachen um sich geworfen, wie Fame geil, narzisstisch, bipolar auch, habe ich sehr oft gelesen. Ja, gut, bei Diagnosen bin ich immer schwierig. Deswegen merke ich auch, das ist so. Also, sagen wir mal, Fame geil, ich sag auch immer, jeder, der ins Fernsehen geht, oder ich meine, wenn man das jetzt auch zu mir, also, ich meine, ich mache gerade ein öffentliches Interview mit dir, also nicht mit mir, sondern mit dir, also, natürlich, wenn ich jetzt ein Problem mit der Öffentlichkeit hätte, dann könnte ich das nicht machen, aber, ne, du musst, wenn du was Öffentliches machst, musst du fein damit sein, dass das öffentlich ist, so, das ist schon mal ein Fakt, das, finde ich, kann man jetzt niemandem vorwerfen, Diagnosen finde ich schwierig, ja, aber du, bei dir, ich meine, ich will dich nicht dafür kritisieren, weil ich es ja unterhaltsam finde, aber du gießt ja auch gern Öl ins Feuer, ne? Ja, voll. Auch in der Sendung. Also ich meine, so die Situation dieser, wie hieß der, Bock? Nee. Bock? Bosch. Bosch? Wie? Bosch. Bosch, okay. Komm, und du sagst dann 10-mal vor Yasin als Beispiel, ich musste voll lachen, weil ich witzig fand, sagst, wie attraktiv er ist. Ich meine, ich finde ihn auch attraktiv, ja? Ja, dann denke ich mir so, naja, ich musste schmunzeln. Ich dachte mir, das macht sie jetzt natürlich auch, um ihn zu verunsichern. Natürlich, ja klar. Ja. Aber du bist fein mit den Kommentaren jetzt so. Ja, ich bin ganz ehrlich, ich lese es wirklich nicht durch. Also manchmal, klar, guckt man so ein bisschen. Aber mittlerweile, da bin ich auch ganz froh, dass ich so ein bisschen aus der Sache mit Temptation gelernt habe, dass ich mir halt auch so sage, hey, die Leute kennen einen ja im Prinzip nicht. Mhm. Also klar, natürlich, ich gucke mir ja auch manchmal Sendungen an und denke mir, boah, was ist denn mit dem los? Oder wie kann man denn sowas machen? Mhm. Aber wenn man dann mal hinter die Kulissen geschaut hat, dann weiß man auch, dass super viele Situationen dort völlig übertrieben sind. Und gerade beim Yasin und mir ist es halt eh so, dass wir wissen ganz genau, und das weiß jeder Ex-Partner, der weiß genau, wie er dich so richtig auf die Palme bringen kann. Und ob das jetzt alles schlau war, sei mal dahingestellt, was wir da gemacht haben. Aber ich glaube, und das ist halt unser Job, wir haben, glaube ich, die Leute ganz gut unterhalten. Und von dem her muss man sagen, naja, das ist mein Beruf, damit verdiene ich mein Geld, Leute zu unterhalten. Und ich glaube, das ist erfüllt. Also ja, kann ich am Ende des Tages mich zurücklehnen und sagen, ja. Guten Job gemacht. Ich würde sagen, es ist erfüllt. Ich habe Staffel 1 geguckt, habe ich geliebt. Bei Staffel 2 war ich raus am Anfang. Bei Staffel 3 war ich auch sofort raus. Als ich wusste, du bist dabei, muss ich jetzt auch fairerweise sagen, habe ich oft kommuniziert, wusste ich sofort, okay, das muss ich angucken. Nee, war auf jeden Fall unterhaltsam. Okay, ich bin mal gespannt, wie die ganze Nummer ausgeht. Gibt es eigentlich, das weiß ich jetzt gar nicht, ganz schlecht vorbereitet, gibt es eigentlich ein Wiedersehen bei Ex on the Beach? So, also ich meine, wo alle zusammensitzen? Nee, ne? Eigentlich nicht. Okay, eigentlich. Heißt, es könnte eins geben. Dann lassen wir das mal so im Raum stehen. Ich frage nur, weil ich blicke gar nicht mehr durch, weil manchmal gibt es irgendwie bei Formaten Wiedersehen, dann machen sie nur einen Podcast. Also, normalerweise gab es nie eins bei Ex on the Beach. Vielleicht kann ich mir gut vorstellen, weil es halt einfach sehr viele Leute schauen und sehr viele Leute interessiert sind. Es gibt ja diesen After-Show-Podcast, wo wir das erzählen, aber
Ich könnte mir gut vorstellen, dass es vielleicht auch ein Wiedersehen gibt, ne? Warum auch nicht? Also, Ja, ich war mir jetzt, würde mich wieder interessieren, ne? ja, ich war mir jetzt nicht so sicher, weil das ja auch so viele Leute sind. Also, Ja, also bestimmt dann nicht mit jedem, nee. Das kann ich mir gut vorstellen, sondern halt vielleicht mit denen, wo es halt am meisten irgendwie Storyline gab. Ja. Okay. Ich danke dir erstmal, Paulina, dass du so ein bisschen nicht nur deine Erfahrung geteilt hast, was die Show betrifft, sondern dass wir auch mal wirklich über diese Sachen gesprochen haben. Was macht es mit einem? Wie geht man damit um? Das ist mir gerade bei dir auf jeden Fall aufgefallen. Und ich glaube, wenn du irgendwann in einer anderen Show bist, dann werden wir hoffentlich auch nochmal darüber sprechen. Ja? Ja, ich weiß ja schon, wo du sein müsst, aber ich werde es euch hier nicht verraten. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es in die Kommentare oder folgt Paulina bei Instagram. Und dann verabschieden wir uns erstmal an dieser Stelle und sagen bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, auf Wiedersehen.